Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, der erste Beteiligungsbericht liegt Ihnen vor. Ich freue mich sehr, dass ich auch zeitlich einigermaßen Wort halten konnte mit der Ankündigung, die vor einiger Zeit gegeben wurde. Die Frau Abgeordnete Rösler hat bereits darauf hingewiesen, so viel Transparenz wie heute gab es bisher im Lande nicht. Insofern ist das durchaus ein Schritt nach vorne mit diesem Beteiligungsbericht. Und ich danke der Abgeordneten Rösler insbesondere für die sehr sachlichen Anmerkungen zu diesem Beteiligungsbericht. Denn, wie Sie wissen, fällt ja auch die IAG unter die Beteiligung des Landes. Man hätte also auch ganz anders über diesen Beteiligungsbericht hier sprechen können. Auch ich möchte mich auf wenige Anmerkungen beschränken, teilweise gleich Ihre Fragen beantworten. Frau Rösler, was den Intendanten Tietje angeht, kann ich das aus dem Stegreif jetzt nicht. Da würde ich Ihnen zusagen, bei den zuständigen Stellen nochmal nachzufragen, warum das nicht gleich umgesetzt werden konnte oder umgesetzt worden ist. Vielleicht gab es auch seitens des neuen Hauptgesellschafters, nämlich der Landesregierung, da selbst Anlaufschwierigkeiten bei der Umsetzung des Gesetzes. Für den Fall, dass dies der Fall war, bitte ich schon mal eine Entschuldigung, weil es könnte dann ja der Fall gewesen sein, dass ich noch dafür verantwortlich gewesen bin. Ich würde das nicht ausschließen. Deswegen mache ich das mal prophylaktisch. Trotzdem haben Sie selbst darauf hingewiesen, dass deutlich erkennbar ist, dass die Landesregierung eben daran interessiert ist, auch dieses Gesetz ernsthaft umzusetzen. Die Zahl der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, deren Gehälter hier veröffentlicht werden, ist sehr, sehr hoch. Sie haben auch selber dankenswerterweise auf die rechtlichen Grenzen hingewiesen. Das würde ich gerne auch noch mal tun. Auch wenn einige Diskussionsteilnehmer in der Öffentlichkeit, ich unterstelle, es wissentlich ignorieren. Es ist so, dass in Deutschland das Grundgesetz gilt, die Verfassung und Gesetze. Und dass man nicht Dinge, die nicht vertraglich vereinbart sind, ohne Zustimmung des Vertragspartners gegen ihn tun kann. Es gibt Persönlichkeitsrechte, es gibt den Datenschutz. Und wenn einige erwarten, dass in dem Moment, wo der Landtag ein Gesetz beschließt, sämtliche Geschäftsführergehälter offengelegt werden, dann passt das zu einer rechtsstaatlichen Demokratie nicht ganz so richtig. Da bräuchte man eine andere Staatsform, um das zu ermöglichen. Und das lehnen wir bekanntermaßen, glaube ich, jedenfalls in diesem Landtag ab. Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, dass wir nicht nur erwarten, dass die Unternehmen, an denen wir beteiligt sind, die Geschäftsführergehälter offenlegen, sondern dass wir das genauso von den Unternehmen in kommunaler Beteiligung erwarten und auch von unseren Sparkassen. Sie haben davon vielleicht gehört, da gibt es eine Diskussion. Ich hätte kein Verständnis dafür, wenn die Sparkassen des Landes Mecklenburg-Vorpommern sich diesem Weg nicht anschließen würden. Das ist aber etwas, was am Ende auf kommunaler Ebene zu entscheiden ist, und zwar aus folgendem Grund. Erstens gibt es Länder, in denen dies längst geschieht. Da kann man in unsere Nachbarländer, und ich meine jetzt nicht das Ausland, sondern westliche Bundesländer oder auch östliche Bundesländer schauen. Es gibt Länder, in denen ist das selbstverständlich. Warum soll das in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht selbstverständlich sein? Und zweitens, vielleicht noch viel interessanter, wenn ich nicht völlig falsch informiert bin, dann muss eine privatrechtlich organisierte Bank, die beispielsweise eine Aktiengesellschaft ist, wie die Deutsche Bank, ihre Vorstandsgehälter veröffentlichen. Es gibt ja einen Grund, warum bei Spiegel Online regelmäßig darüber berichtet wird, wie hoch diese Vorstandsgehälter sind. Und ich könnte keinem Bürger erklären, warum eine als Aktiengesellschaft geführte privatrechtliche Bank gesetzlich verpflichtet ist, ihre Vorstandsgehälter zu veröffentlichen, während eine Sparkasse, ein Kreditinstitut in öffentlicher Trägerschaft das ausgerechnet nicht tun soll. Und deswegen kann ich nur alle herzlich einladen, da ist die kommunale Ebene gefragt, eben hier auch mitzutun und sich dafür einzusetzen, dass dies in Zukunft auch in Mecklenburg-Vorpommern selbstverständlich wird. Dritte Frage, Frau Rösler, der dritte Punkt. Sie können keine Gesamtstrategie erkennen in der Beteiligung des Landes. Ich weiß nicht, ob ich, in der Unmut war es ja nicht, aber Ihre Unzufriedenheit in der Lage sein werde auszuräumen. Ich fürchte, mit einem so differenzierten Portfolio, wo Sie aus Einzelgründen in einer Gesellschaft sind, können Sie mutmaßlich keine Gesamtstrategie entwickeln. Ich versuche es mal polemisch zuzuspitzen, aber nicht allzu polemisch. Ich wüsste jedenfalls nicht, aus welcher einheitlichen Gesamtstrategie wir auf der einen Seite die Deponie Ihlenberg betreiben und auf der anderen Seite das Mecklenburgische Staatstheater. Das ist schwer zusammenzubringen. Wir sind eben nicht ein Unternehmen als öffentliche Hand, das ein klares Unternehmensziel hat oder eine Unternehmensgruppe, sondern der Staat ist dazu da, die gesamte Breite des gesellschaftlichen Lebens zu regulieren und zu begleiten. Und deswegen, wenn man Beteiligung hat, werden die wohl auch diese gesamte Breite abbilden. Das muss nicht bedeuten, dass man nicht darüber diskutieren kann, sind die Beteiligungen noch angemessen, muss man an der einen oder anderen Stelle das auch neu ausrichten. Das ist sicherlich sehr berechtigt. Aber ich fürchte, ich werde jedenfalls nicht in der Lage sein,
aus diesen ganzen einzelnen Beteiligungen eine kohärente Gesamtstrategie zu entwickeln. Aber das liegt an der Vielfältigkeit der Welt und nicht daran, dass wir aus anderen Gründen dies nicht tun. Insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren, freue ich mich auf eine vertiefte Debatte im Ausschuss, insbesondere auf Hinweise, teils sind die schon gegeben worden, Entschuldigung, auf Hinweise, was wir noch besser machen können. Das ist unser erster Versuch. Und ich hoffe, dass dieser erste Versuch zumindest so gelungen ist, dass Sie einigermaßen zufrieden als Auftakt damit sind. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die weitere Debatte. Applaus